Hallihallo zu einer neuen Folge von Tesuge oder so in der Art. Ich habe mich mal nach unten rechts gesetzt. Auch die Cam noch mal ein bisschen, ja, nicht so stark transparent gemacht. Und ich habe einen Frosch im Hals gerade. Jo, super. Komm jederzeit wieder. Jo, wird auch passieren. Ich bin. Ja, ich habe geguckt, wie wir hier so ein bisschen weiterkommen. Also eher gesagt, wie man den einen Endgegner da, ja, halt, wie heißt jetzt? Vielleicht besser besiegen kann. Also es geht nur. Oh. Ich wollte den auseinandernehmen. Hier kann man auch lang. Ich bin hier nie lang gegangen. Okay, gut. Verzeihung für das Räuspern, aber musste mal sein so. Weil so kann ich doch eventuell. Okay, das war jetzt nicht so schlau, was ich gemacht habe. Weil ich weiß jetzt, dass man den mit mehreren wie heißt, Phasen besiegen muss. Soweit weiß ich das jetzt. Und ja. Soweit, so gut. Und jetzt müssen wir nur gucken, dass wir da ziemlich gut hinkommen, ohne zu viel Schaden zu kriegen. Hier rum ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Die anderen Sachen sind doch ein bisschen doof, würde ich sagen. Obwohl ja hier auch welche sind. Geht das noch? Eventuell. Okay. Oh, wir haben da was. Oh, noch ein Beinteil. Dieses leichte Beinteil, okay. Schon ein bisschen doof. Ah, geht das? Nee. Also wir haben jedenfalls hier nichts gekriegt. So. Und jetzt nochmal so zur Erklärung. Ich versuche das zu schneiden. Vielleicht mache ich das auch in Zeitraffer oder so. Zeitraffer? Ja doch, Zeitraffer. Weil ich möchte euch nicht immer zeigen, wie ich jetzt hier hinlaufe und wieder starte und wieder hin und wieder. Ne? Das wird dann halt ein bisschen in Zeitraffer passieren. So. Verzeihung, wir sind ins Räuspern. Ich weiß nicht, warum ich jetzt auf einmal einen Frosch im Hals habe. So. War jetzt, glaube ich, einfacher wie andersrum. So, betreten wir. Einer hat das immer gemacht. Oh. Aua. 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 Nein, 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 nein. Portal.
Aua! Ist kaputt! Jetzt! Halt mir! Aua! Okay, wir haben aber wieder einen runtergeschlagen. Müssen wir mal gucken, ob das so bleibt. Oder nicht. Also es wird jetzt auf jeden Fall ein bisschen schwerer alles. Oder dort alles ein bisschen länger auch. Ja. Bitte vergiss nicht. Deshalb halt Sicherheit bei der Arbeit ist Zeitraffer, unsere höchste Priorität. Und sollte auch deine sein. So. Deshalb das mit dem Zeitraffer auch. So, den Metallschrott hier, den. Aua. So. Das ist nicht gut. Ups. Das ist gar nicht gut, was ich jetzt hier gemacht habe. Okay, ist sowas? Nee. Und ich weiß auch nicht, ob wieder dieser hier besser ist oder der andere, weil mit dem anderen sind wir schneller. Also beweglich ja, aber mit dem hier sind wir halt, wie heißt jetzt, teilen wir mehr aus. Hier geht das natürlich wieder ganz gut. Oder auch nicht. Wann ich das im Zeittreffer schalte, weiß ich noch nicht. Mal sehen. Ja. Wir machen mal hier Montage. Das ist herstellen. Gut, da haben wir jetzt nichts Neues. Aufwerten ist immer interessant. Der Mann 51, Angriffsgeschwindigkeit niedrig, mittel. Wucht hoch, mittel. Energiegewinnung plus. Wirklich sehr, sehr merkwürdig alles. Also, was heißt merkwürdig? Wirklich. Ja, ich weiß nicht. Anderes Mittel. Ich weiß einfach nicht, was man da nehmen soll. So. Bitte vergiss nicht. Sicherheit bei der Arbeit ist unsere höchste Priorität und sollte auch deine sein. So, wir gucken mal, ob das wieder mit dem hier weitergeht. Aufheben! Oh toll. Ich dachte, wir kriegen ja hier was Spätzeliges. Nee, natürlich nicht. Okay, gut. Ich finde, dass wir mit dem hier mehr Ausdauer behalten.
weil er halt nicht so schwer ist. Aber es kann auch sich täuschen halt, ne? Ach, wir kriegen sogar wieder... Aha, okay. Okay, der kommt gar nicht her, oder was? Noch so ein Armding, auch gut. Ah, jetzt sind wir jetzt aber gut durchgekommen. Probieren wir das nochmal hier. Betreten. Ne? Geht weg. Aua. Warum machst du nichts hier? Ah. Warum hat er sich nicht wieder gekühlt da? Das ist voll doof. Ah. Echt doof. Pass auf dich auf. Wir passen nur auf uns auf. Hoffentlich. Hoffen wir. So. Stand nicht weit genug dran. Aua. Okay. Gut. Lassen wir so im Raum stehen, eventuell. Nein, eher liegen, ne? Aua, Scheiße. Jetzt hat er mich entdeckt hier. Das war's. Ja, Teil aufheben. Was ist jetzt hier los? Ist ja auch jetzt klar, ne? Gut. Mal dazu. Ich glaube, ich sollte hier nicht runterspringen. Und? Noch mehr Metallschrott hier.
Lassen wir das so oder lassen wir das nicht so? Wir gehen hin. Laden wir uns auf. Ja. Das läuft besser. Schon wieder ganz voll hier. Aua. Ich glaube, ich mache das jetzt in Zeitraffer, wenn ich daran denke. Komm jederzeit wieder. Okay. Aua. Bin noch viel zu schnell hier. So. Ich wollte eigentlich Zeitraffer machen, aber habe ich doch noch nicht gemacht. Ich war nur ganz ruhig. Zerstörte Teile. Aber es bringt uns alles nichts so wirklich. Was haben wir hier? So, wir haben ja kein Schrott, stimmt. Verbesserte Kernleistung, Gesundheitswiederherstellung. Haben wir davon noch einen eigentlich? Was ist das? Gesundheitswiederherstellung. Das? Zertige Gesundheitszustand von Gegnern an. Ja, okay. Ach, das ist Leben und das ist... Gesundheit. Ich weiß gar nicht, wo könnte man die denn noch austauschen? Oder war das hier? Implantate. Ja, hier war das. Kann ich, wenn ich das... Energieverbrauch, Gesundheit, Wiederherstellung. Injektion, die Energie nutzt, um Leben wiederherzustellen.
Injektion, die über 30 Sekunden hinweg Leben generieren. So haben wir noch mehr Energie. Oft zusammen mit die verlangsamt erhalten den Verlust von gespeicherter Energie in dem System. Isoliert Energiekernen, die Verlust kann man länger denn je bei den wäre auch interessant, glaube ich, oder? Auf zu sammeln mit okay. Ich weiß gar nicht, was habe ich denn? Das habe ich, ne? Energieverbrauch. Reduziert die Energieverbrauch von finnische. Okay. Erhöht die Gewinnung durch erfolgreichen Angriff. Das ist das hier, ne? Erhöht die maximale Energie. Okay. Und das hier verlangsamt den Energieverlust. Zu 25%. Das ist doch. Zählt den Gesundheitszustand von Gegnern an. Die Daten sind Eigentum von. Okay. Ich glaube, das lassen wir mal so. Und dann würde ich sagen, starten wir das nochmal.